So, Leute, es ist schon lange her. Eigentlich zu lange. Es wird die wenigsten von euch interessieren. Ich zeige es euch trotzdem. Und zwar hat der gute Blacky sich noch was geleistet. Pioneer Mono Red Burn, Mono Rot Burn, um genau zu sein, in Deutsch. Ich habe eine Kollegin, die gerne Magic spielen würde mit mir. Und ich bin mich aktuell schon mal darauf vorbereiten, dass nicht nur casual Decks gespielt werden, sondern vielleicht auch ein bisschen irgendwas in Richtung kompetitives Magic. Und da ist Pioneer halt das einfachst zu bekommende dafür. Irgendwie in der Richtung. Ihr wisst, was ich meine. Heize ihnen ein. Ja, ich hatte ja euch die Pioneer Deck schon gezeigt, die ich noch besitze, tatsächlich immer noch aufgebaut. Und zwar das Spirits und das Auras. Und dazu gesellt sich jetzt das Mono Red Burn, damit es nicht so träge wird, wenn wir dann irgendwann zu Pioneer kommen, was wahrscheinlich gar nicht mehr so weit weg ist. Dementsprechend gucken wir uns das einmal an. Lustig, hier ist ein Streifen drin. Ich weiß nicht, ob ihr das seht. Hier ist ein Magnetaktivierungsstreifen drin. Ha. Ist, ja. Wie ist der da reingekommen und warum, was? Egal. Gucken wir uns das Deck mal an. Wir haben hier Soulscar, Mage, Pioneer. Ich habe es euch damals schon gezeigt, aber es ist jetzt halt auch schon ein bisschen was her. Wir haben hier die wunderschönen vier Decks. Das Lotusfeld-Kombo habe ich mir nicht geholt, weil ich es tatsächlich nicht cool finde. Und es einfach nicht gut finde. Wir haben ja damals mit Gamery schon ein bisschen was am Channel gemacht. Ich weiß gar nicht, ob das Video hier vorne. Ne, es dürfte auf jeden Fall danach kommen. Ja, hier haben wir noch die Stone Cold Serpent. Alles Müll, brauchen wir nicht. Hätte man nicht gebraucht. Ja, lassen wir das. Gucken wir uns an, was wir haben. Wir haben erstmal das Sideboard mit Chandra, Fackel des Widerstands. Ein Planeswalker, der dafür sorgt, dass wir im Sideboard etwas gegen Kontrolle haben. Sehr cooler Planeswalker. Und zwar ist sie ein 4-Mana-Planeswalker mit 4 Marken. Und sie hat das neue Sternsymbol. Das bedeutet, irgendwas auf dieser Karte ist jetzt anders. Und ich würde sagen, wir versuchen mal rauszufinden, was. Wir schicken die oberste Karte mit Theke 6 hier. Wir können diese Karte wirken. Ansonsten fügt sie jedem Gegner 2 Schadenspunkte. Seht ihr das? Schadens-Punkte zu. Was? Das? Was? Hä? Egal. Plus 1, wir erzeugen 2 rote Mana. Wir fügen der Kreatur Widerstandskraftstärke von 4. Immer wenn Zauberspruch wirkst, kriegst du ein Emblem. Fügt das Emblem im Ziel deiner Wahl 5 Schaden zu. Ich glaube, das ist das mit dem Ziel deiner Wahl, dass wir auf Planeswalker schießen können. Aber was ist das denn für ein weirder Rechtschreibfehler? Naja. Turbulenter Strudel. 2 Mana Verzauberung zu Beginn des Saisonsegments. Was? Jedes Spielers fügt er jedem einen Schadenspunkt zu. Immer wenn ein Spieler zum Zauberspruch wirkt, ohne Mana zu bezahlen, kriegt er 5 Schaden. Und für ein rotes kann ein Spieler in diesem Fall kein Leben bekommen. Viermal? Viermal für Sideboard, gerade für Anti-Life-Gain gegen das weiß-schwarze Ors of Auras Deck. Sehr, sehr gut. Goblin-Kettenschwingerin. Okay, ich wusste nicht, dass sie weiblich ist. 3 Mana 3-3 Erstschlag. Wenn sie ins Spiel kommt, fügen wir allen Gegnern sowie allen Kreaturen und Planeswalkern, die jeder Gegner kontrolliert, einen Schadenspunkt zu. Wie viele haben wir davon? 2? 3? Wow, 3 Stück? Ist gut. Sengendes Blut. Auch hier haben wir eine erratete Karte. 2 rote Mana. Wir fügen einer Kreatur 2 Schadenspunkte zu. Wenn diese Kreatur in den Zug spielt, fügt das Sengende dem Beherrscher der Kreatur 3 Schadenspunkte zu. Ich weiß nicht, was hieran anders ist. Könnt ihr mal bitte in die Kommentare schreiben. Ich will es jetzt nicht stundenlang suchen. Und Magma-Sicht. 1 Mana, 2 Schadenspunkt. Und wenn sie stirbt, geht sie exiled. Ja, soviel zum Sideboard. Mainboard, wisst ihr Bescheid, kennt ihr. Ich bin super schlecht darin, das aufzumachen. Und wir gehen hauptsächlich nur durch die Rares durch. Comes and Uncomes, ja. Ich werde kurz drüber reden, wie cool die doch sind. Weil sie sind cool in diesem Deck. Die Listen sind ja seit Ewigkeiten draußen. Ich muss jetzt nicht so tun, als wäre ich überrascht von irgendwas. Wir haben Bomad Courier. 1 Mana 1-1 Eile. Wenn er angreift, schicken wir über die Karte ins Exil. Für ein rotes Mana werfen wir alle Karten in unsere Hand ab, opfern den und ziehen so viele Karten, die unter dem liegen. Also die Karten, die unter ihm liegen, ziehen, um genau zu sein. Bomad Courier. Sehr, sehr gute Karte. Seelennarben Magier. Ach, wunderschön. 1 Mana 1-2 mit Bravour. Leider nicht erklärt. Bravour hätte ich hier drauf gerne noch erklärt.
Falls eine Quelle, die wir kontrollieren, einer Kreatur, deren Gegner kontrolliert, Schaden zufügt, die kein Kampfschaden ist, kriegt er stattdessen so viele -1/-1 Marken. Sehr, sehr mächtig in diesem Deck, kann halt sehr viel wegmachen. Oh, Bonecrusher, beziehungsweise Knochenmalmarise. 3x4/3, wenn der ins Spiel kommt. Wenn der Ziel von einer Zauber wird, also nur eine Zauber, nicht eine Fähigkeit, können wir 2 Schadenspunkte an den Beherrscher dieses Zaubers schießen und wir können das Ding auch für Stampfen spielen. Wir können Schaden in diesem Zug nicht verhindern werden und fügt dann 2 Schadenspunkte zu. Sehr, sehr mächtige Karte. Wird im Legacy gespielt, im Pioneer, im Modern. Im Standard wurde sie hart gespielt und ja. Ja, Gitu Lavaläufer. Was ist das jetzt schon wieder mit den Rares? Was ist das denn? Lavaläufer kriegt irgendwie +1/+0. Kloster Flinkspiel. 4 Stück? Jawohl. Hier ist Bravour drauf erklärt. Mit Eile. Okay. Shino Pyromancer, wenn er ins Spiel kommt. 2 Schadenspunkte. Okay. Wow. What? Das sind wenige Rares. Ramunap-Ruinen. Das sind. Und der Rest sind Mountains, oder nicht? Mountain. Oh, Wilder Hieb hat hier ein Ding. Wahrscheinlich wegen. Mit Stärke Feder mehr kontrollierst, kann Schaden diesen Zug nicht verändert werden, fügt einem Ziel deiner Wahl 2 Schadenspunkte zu, genau. Ja, hä? Aber das kann es doch nicht gewesen sein, dann Rares. Oh, und Zähne setzen. Hier sind halt eine Menge Ankamens drin, aber Blitze, Zaubermarke aus. Das sind wenige Rares. Das sind 3 Playsets Rares. Und im Sideboard. Ja, im Sideboard sind halt eine Menge Rares, aber im Mainboard halt nicht. Strange. Das bin ich ein bisschen anders gewohnt von den anderen beiden, glaube ich. Aber es ist so eine Erinnerungssache. Ich weiß es nicht mehr. Hier habt ihr auf jeden Fall ein sehr kurzes, sehr kleines, sehr nettes Opening, weil, wie gesagt, ich muss jetzt nicht darauf eingehen, dass Blitzschlag 2x3 Schaden schießt, in Szene setzen. Was macht denn Szene setzen? Ein Spektakel, genau, wie obersten 2 Karten exilen, Blitz des Zauberers, Schaden schießen. Das muss ich euch nicht erklären. Dafür sind die Decks zu lange draußen. Das habe ich am Anfang gemacht bei den ersten paar Decks. Aber hier sind sie zu lange draußen. Ich will euch nicht nerven. Ich wollte euch nur kurz zu meiner Erinnerung rufen, dass dieses Deck existiert. Und ich wollte es für euch öffnen. Ja, damit vielleicht ein paar Leute nochmal sehen, was drin war. Oder wenn Leute das suchen oder nicht. Also egal, ich will eure Zeit nicht verschwenden. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, euer Blackseed. Ciao, ciao.